Ich habe in meiner Beschreibung von EU-Richtlinien und wie mache ich da weiter? Von EU-Gesetze geschrieben und ich hoffe, das hat niemanden geschreckt. Ich dachte, es wäre mit dem Coronavirus, dass keiner auf meinem Tod gekommen ist. Ich sehe gerade, wie viele Leute da sind. Und ja, ich wollte eigentlich einfach Geschichten erzählen. Und die erste beginnt in Brüssel, wo ich heute bin. 2003 wurde hier die Public Service Information Directive und kurz PSI-Richtlinie vom EU-Parlament erlassen. 2013 kam die zweite Version, die dann 2015 in deutsches Recht umgesetzt wurde, als, ich muss es lesen, Informationsweiterverwendungsgesetz. Klingt super bürokratisch und die meisten haben nichts davon gehört. Die Idee dahinter ist aber ziemlich einfach und spannend. Der öffentliche Sektor ist besonders in der EU datenintensiv. Und Wiederverwendung von diesen Daten kann positive wirtschaftliche, demokratische, soziale und kulturelle Effekte bringen. Und das will man damit fördern. In der nächsten Version von dieser Richtlinie, die im Sommer 2019 vom EU-Parlament gestimmt wurde, und bis Sommer 21 in nationales Recht umgesetzt sein muss, ist es viel klarer. Es heißt die Open Data Richtlinie. Ich werde jetzt nicht das ganze Gesetz vorlesen. Ich wollte aber ein paar Rosinen herauspicken. Das erste ist, dass da ein wahres Weiterverwendungsrecht entsteht für alles, was vom öffentlichen Sektor publiziert wird. Das gilt für Daten vom Bund, von Ländern, von Landkreisen, von Gemeinden, aber auch für alle juristische Personen, die von ihnen finanziert werden, um nicht gewerbliche Aufgaben im Allgemeininteresse zu erfüllen. Nicht gewerblich heißt, dass zum Beispiel Verkehrsverbände nicht darunter fallen. Glücklicherweise soll das aber mit der 2019-Richtlinie ändern. Hochwertige Datensätze müssen nämlich ab 2021 auch weiterverwendbar sein. Und für Echtzeitdaten gilt das auch für APIs. Klar, damit Daten aus dem Versorgungs- und Transportsektor gemeint ist, schreibt auch das EU-Parlament, die EU-Kommission schreiben das. Was hochwertig ist, das wird dann europaweit von der Kommission entschieden. Und ich hoffe, dass da die OpenStreetMap Foundation und die Vosges eine gute Überzeugungsarbeit machen werden. Aber ein Landesvermessungsamt zum Beispiel ist keine GmbH oder eine Gemeinde ist keine GmbH, die dem Staat gehört. Und das fällt dann alles darunter. Es gibt andere Ausnahmen, sensible und persönliche Daten und Logos, geistiges Eigentum Dritter, lebende Kunst, zum Beispiel Theater und Tanz und so weiter, sind ausgeschlossen. Es steht erst zu den Kosten drin. Die Kosten drauf begrenzt auf, also den Preis wird auf die marginale Kosten beschränkt. Das heißt, die Kosten, die durch Reproduktion, Bereitstellung und Weiterverbreitung verursacht werden. 2020 ist das aber meistens unbedeutend und normalerweise soll man die dann aber kostenlos runterladen können. Diese Kostenregel gilt nicht für öffentliche Stellen, die ausreichende Einnahmen erzielen müssen, um diese öffentlichen Aufträge zu erfüllen. Das Geschäft mit Geodaten verkaufen bringt zwar schon lange nicht mehr viel Einnahmen,
OpenStreetMap hat dieses Markt einfach komplett kaputt gemacht. Und es wäre schwierig zu beweisen, dass man zum Beispiel als Landesvermessungsamt diese Einnahmen erzielen muss. In Luxemburg wurden diese Daten typisch zwei-, dreimal verkauft an eine Stromgesellschaft oder ähnliche Sachen, wo sowieso am Ende der Bürger dafür zahlt. Und die Leute haben das dann auch benutzt für intern, für die Gemeinden oder für Baugenehmigungen und solche Sachen. Das heißt, es war sowieso im Kreis. In der 2019-Richtlinie muss eine Liste von solchen Stellen, die da Einnahmen einsammeln müssen, die Liste muss online veröffentlicht werden von den Staaten. Das heißt, es kann nicht mehr jeder probieren, da zu verstecken. Und die 2019-Version sieht auch vor, dass die Weiterverwendung in der Regel kostenfrei ist. Dann steht heute auch schon drin, welche Nutzungsbestimmungen man vorsehen darf. Meine Nachbarn aus dem Rheinland-Pfalz haben sehr gute Geodaten, die leider unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung liegen. Und die Datenlizenz Deutschland ist so eine Insellösung. In diesem Fall wird eine Namensnennung verlangt, die mit OpenStreetMap und anderen Karten leider inkompatibel ist. Und ich weiß nicht, ob im Saal oder online Leute sind, die Daten zur Verfügung stellen, aber bitte, bitte nutzt die CC-Lizenzen und keine anderen. Insellösungen haben unvorgesehene Nebenwirkungen, sind international vielleicht unzutreffend und inkompatibel und bestimmt unbekannt und sind eigentlich eine Grenze zur Weiterverwendung. Im Gesetz steht auch zu den Nutzungsbestimmungen etwas ganz Interessantes. Die Nutzungsbedingungen dürfen die Möglichkeit der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken. Und das Wort unnötig ist das interessant. In Luxemburg war ich 2016 technischer Leiter des nationalen Open Data Portal. Und wir haben uns da die Frage gestellt, was ist nötig und was ist einfach nice? Ist Namensnennung? Ist Share-alike? Ist es nötig? Und ich habe meinen Browser verloren. Wo seid ihr? Da seid ihr. Und wir haben uns dann entschieden, um zu empfehlen, alles unter CC0 zu setzen, alles frei, keine Bedingungen. Und die sind ja nicht nötig. Auf dem Datenportal ist aber eine Gebrauchsanweisung, die kein legaler Text ist, aber etwas Soziales, etwas Ethisches. Und das ist ganz einfach. Zitiere die Quelle, wenn es fair ist, wie zu zitieren. Erwähne die Änderungen an den Daten und stelle die geänderten Daten unter den gleichen Bedingungen zur Verfügung. Und pass auf, wenn die Daten dynamisch sind, dass du immer die neueste, aktuellste Version benutzt. Und das haben wir nicht selbst erfunden. Wir haben solche Richtlinien auch bei der Tate Gallery, bei der Digital Public Library of America und beim Projekt Europeana gesehen. Die verwenden sowas auch. Und ja, weil Gesetze bringen legale Texte, bringen einen nur so weit. Guten Willen muss man machen. Keiner von uns hat gute Erinnerungen von rechtlichen Drohungen oder freut sich auf eine Klage vor Gericht. Und meine zweite Geschichte verläuft in Luxemburg. Ich habe ein Open Data Portal Projekt eng mit dem Kataster- und Vermessungsamt zusammengearbeitet, weil sie mit dem Geoportal nützliche Erfahrungen gesammelt hatten. Der Direktor wollte von Open Data nichts wissen. Das ist doch nur dieser verrückte Guillaume Richard, der unsere Daten klauen will. Ich war oft im Gebäude,
Und immer nach dem Mittagessen ist er durch den Betrieb gegangen, um zu sehen, was so alles läuft. Und hat unsere Meetings auch. Er hatte sich immer für Eisenbahn interessiert und hat mal erzählt, er würde in seinen nächsten Urlaub gerne nach Ungarn fahren, um zu seinem Buch über ungarische Schmalspurbahnen zu schreiben. Er wollte ein Buch schreiben und der Kollege, bei dem ich zum Meeting war, hat mich ganz böse geguckt, weil ich habe da angefangen, Fragen zu stellen und was sind die kleinen Dieselloks und so weiter und welche Karten würde er eigentlich in seinem Buch benutzen. Und der Kollege hat so ganz stark mit den Augen gerollt. Es ist ganz lange geworden und der Kollege wollte arbeiten, aber der Direktor wollte noch nicht welche Karten, er wollte aber vielleicht mit dem Firma dort oder mit den Eisenbahngesellschaften gucken. Er hat aber bis jetzt nur viel Erfolg gehabt. Ich habe ihn gefragt, ja, kennst du den Open Railway Map? Das kannte er nicht und ich habe ihm das gezeigt und er war dann sehr begeistert. Und als er entdeckte, dass da so viel auf ist und eigentlich von ihm nur eine Quellenangabe wollte. Und ich habe angefangen, ihm zu zeigen, wie in Luxemburg die Schmalspurbahn, die mein Ur-Urgroßvater Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut hatte. Und die Eisenbahn wurde in den 50er Jahren abgerissen. Aber wenn man auf Open Railway Map so reinzoomt, dann ist die auch da drauf. Und da waren aber noch viele Punkte, wo das nicht ganz genau war und wo Löcher waren oder wo wir einfach gar nicht wussten, wo die Eisenbahn vorher lief. Und er als Experte will das doch wissen und ob er mir das zeigen könnte. Und das konnte er mir gerne zeigen. Und er hat noch eine halbe Stunde darüber geredet, wie die Eisenbahn da überall lief und dass da sogar die Trasse gebaut wurde. Da lief aber nie eine Eisenbahn und so weiter. Und ich habe dann gesagt, das ist eigentlich schade, dass die schöne alte topografische Karten, die der Kataster auch gescannt hatte, dass wir die nicht dafür benutzen dürfen. Weil dann würde man die Eisenbahn oft ganz deutlich sehen. Und der Kollege, der vorher schon protestiert hat und uns rausschmeißen würde, der würde sehr still. Der Direktor hat gesagt, ja, damit habe ich kein Problem. Und wenn die Karten unklar sind, habe ich gesagt, oder die Skala es schwierig macht, um zu sehen, wo das genau war. Auf den Luftbildern sieht man manchmal noch ganz, ganz genau die Narben von der Eisenbahn. Ja, aber klar sollt ihr das benutzen, hat er gesagt. Ihr sollt da alles benutzen können. Und so bekam Luxemburg eine Menge von Geodaten komplett offen. Und auch wahrscheinlich die beste Karte von historischen Eisenbahnen. Trotzdem haben wir diese riesige Menge von Geodaten unterbenutzt. Wir haben viel für OpenStreetMap benutzt. Die Luftbilder benutzen wir sehr viel. Aber zum Beispiel die Adressen, die will ich seit Jahren in OpenStreetMap importieren. Und es ist soweit an Datenbugs teilweise gescheitert, aber hauptsächlich an Zeitmangel. Weil Karten muss man schon, Daten gehen nur so weit. Meine Freundin Ann hat bis zur luxemburgischen Botschaft im Kosovo gearbeitet. Und als ich da zum ersten Mal im Urlaub war, wollte ich sie auf der Arbeit besuchen. Und ich habe die Adresse gefragt. Oh, das ist kompliziert. Und wie heißt dann die Straße? Ich finde dann bestimmt die große luxemburgische Flagge. Und
Das ist eigentlich auch kompliziert. Und ja, wie heißt dann die Nachbarschaft, um da wenigstens nach dem Weg zu fragen? Eigentlich ist es auch kompliziert. Pristina ist die jüngste Hauptstadt Europas. Es ist eine Stadt, in der jahrelanger Frieden einen ständigen Wechsel der Straßennamen gebracht hat und endlos viele neue Straßen gebaut wurden. Einheimische verwenden oft manchmal längst vergangene Wahrzeichen oder alte oder umgangssprachliche Namen, wenn sie den Weg weisen. Und ja, es ist ziemlich verwirrend als Ausländer. Das Kosovo hat sich dazu kürzlich ein neues, umfassendes landesweites System von Adressen und neue Straßennamen gegeben. Das ist ein riesiges Projekt, das 2011 gestartet wurde. Und die Botschaft hatte in den 3 Jahren, wo an im Kosovo seine Adresse dreimal geändert. Ich habe es mit OpenStreetMap so gut wie möglich probiert. Da war schon recht viel drin. Es fehlten aber öfters Straßen und Straßennamen. Durch den Hackerspace von Pristina habe ich die kleine lokale Community getroffen und wir haben einen Vortragsabend organisiert, um zu versuchen, neue Mapper zu rekrutieren. Eine Person vom Katasteramt ist dann aufgetaucht in seiner Freizeit. Und es kam heraus, dass nicht wirklich Kontakt mit dem Kataster bestand. Und manche Leute waren so misstrauisch, dass der wäre doch nur hier, um uns auszuspionieren und da würde nichts Gutes rauskommen. Das Wichtigste, wenn man an Geodaten rankommen will oder wenn man irgendwas erreichen will, ist einen Alliierten innerhalb des Betriebs zu haben. Das ist das Beste, was man haben kann. Und mit seiner Hilfe konnten wir uns mit anderen Leuten beim Katasteramt treffen. Und es wurde ganz schnell, dass wir alle von einer Zusammenarbeit profitieren würden, um die neuen Straßen und Adressen in OpenStreetMap zu integrieren, damit sie von den Leuten besser bekannt und genutzt werden können. Wie beim Direktor vom Luxemburg-Kataster war das Entscheidendste, war das Wichtigste und ist, was ist für mich drin. Und die Daten haben wir also im Januar bekommen und es war eine wirkliche Ameisenarbeit, um das überhaupt nutzbar zu machen. Die Geometrien haben wir konvertiert, die Straßennamen, die waren für diese Straßenschilder gedacht, das war alles groß geschrieben und wir haben das umgewandelt und das mit vielen Spezialfällen. Wir haben Werkzeuge für die Kartografen entwickelt, Kartenkacheln, Listen von fehlenden Extra- und ähnlichen Namen und eine Karte der fehlenden Straßen, die man da unten rechts sieht, haben wir gemacht. Und im März und April haben wir mit Mapathons angefangen. Die ganze Community hat mitgemacht. Viel gewachsen, sowohl lokale Mappers als in der Diaspora und Firmen haben mitgemacht. Und Ende 2019 hatten wir das ganze Land durch und sogar ein Dutzend Verbesserungsvorschläge zurück an das Katasteramt geschickt. OpenStreetMap ist jetzt im Kosovo so gut, dass für den 2020 Zensus die App Maps.me zur Grundausstattung von jedem Volkszähler gehört. Jeder Taxifahrer und sogar der deutsche Botschafter benutzen es. Die Hauptstadt Pristina benutzt OSM für die offiziellen Touristenkarten, die man da oben rechts sieht. Und so wird das angestiftet haben für die Stadt Pristina zum Vizeminister für Kultur, Jugend und Sport. Vielleicht hat das auch positive Effekte für Open Data. Also ihr könnt den Politikern sagen, wenn du Minister, wenn du mit uns arbeitest und Open Data machst, dann wirst du Minister.
Die Community hat im Oktober auch eine große Konferenz für ganz Südosteuropa organisiert, die man hier links sieht, wo auch Beamten vom Katasteramt gekommen sind und Mapper aus den ganzen Balkanländern waren da. Es war ziemlich toll. Und die Zusammenarbeit war für den Katasteramt so erfolgreich, dass wir jetzt mehr Daten bekommen haben. Administrative Grenzen und so weiter bekommen wir. Und die haben mir dann auch erzählt, ja, TomTom hatte die Straßen- und Adressendaten gleichzeitig bekommen. Und die haben, und soweit ich weiß, ist das noch einmal der Fall, bis heute noch nichts damit angefangen. Daten haben immer eine menschliche Komponente, besonders Geodaten. Und vorher habe ich gedacht, OSM ist eigentlich ein Datenprojekt. Und die Daten sind das Wichtigste. Es geht um offene Daten und nicht besonders die Community. Das war aber ein Irrtum. Die Menschen, die die Daten sammeln, zusammenfügen, veredeln und besonders weiterverwenden, machen den Wert draus. Bei offenen Daten ist es genauso. Besser und stärker ist man zu viele. Man überzeugt mit dem Wert, den der Datengeber davon bekommt. Und mit meinem Vortrag fühle ich mich auch so. Ich hoffe, dass ihr es weiterverwenden könnt und hoffe auf viele Fragen. Weil wenn offene Geodaten gesetzlich vorgeschrieben, interessant und nützlich sind, haben wir dreimal gewonnen. Wenn man das kombiniert, ist eine Eröffnung unvermeidbar. Danke. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen aus dem Saal? Okay, dann habe ich eine. Und zwar, was glaubst du, was ist der beste Weg, wenn man mehr offene Daten rausbekommen möchte? Soll man mit Leuten sprechen? Was soll man tun? Was denkst du, was könnte so ein guter Einsatz sein, den vielleicht jeder irgendwie machen könnte. Ja, unbedingt sprechen mit anderen Leuten, die an den Daten interessiert sind und auch mit dem Datenbesitzer. Die wissen meistens gar nicht, dass es uns gibt und dass wir uns dafür interessieren und dass wir damit etwas Tolles machen wollen. Es geht normalerweise viel besser nach dem Meeting als vor dem Meeting. Also Und weniger. erklären, was man damit machen will, erklären, was. Hallo? Ja, sorry, ich wollte. Entschuldigung, du wurdest Wir haben etwas unterbrochen, ich habe nicht Latenz gehört. gerade. Ja. Aha. Also mehr mit Leuten treffen, weniger nur Mails schreiben. Ja. Schreibt eine Mail und ja, dann können wir uns treffen. Okay, vielleicht doch noch irgendjemand mit einer späten Frage? Ja, Augenblick. Wie ist denn die, ja, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Katasteramt geplant jetzt? Jetzt habt ihr quasi deren Daten, ihr habt eure Daten bei OSM eingetragen. Wie macht ihr jetzt weiter mit der Kooperation? Mit dem Katasteramt Luxemburg oder Kosovo? Egal. Egal. Mit dem Katasteramt Luxemburg, da schicke ich manchmal Sachen rein. So, ich habe da einen Fehler gefunden und so weiter. Ich höre da leider nicht viel zurück. Ich würde mich freuen, wenn da eine bessere Zusammenarbeit kommen würden. Im Kosovo sind da regelmäßige Treffen geplant und haben wir auch schon angefangen. Und ich war also seit Oktober nicht mehr da. Aber die lokale Community macht es weiter und die machen regelmäßige Updates. Und ja, wir haben
wir haben das und das und das jetzt importiert und das und das, das und das ist uns aufgefallen. Und es ist auch toll zu hören, dass mit dem Zensus haben die uns da auf so einem Meeting erzählt. Und ja, da hat sich jeder gefreut, dass sowas gekommen ist. Ja, danke nochmal für deinen Vortrag, würde ich sagen. Nochmal Applaus. Danke.